viele teilweise auch recht hochkarätige Betreuer, Trainer, Coaches bei diesen bayerischen Jugendmeisterschaften 2018 in Ansbach. Jabanosch ist das. Die Eingeweihten kennen die noch aus Zeiten, als er ungarischer Nationalspieler, ungarischer Meister war. Lässt seine Karriere ausklingen im Regenstaub, Nummer 1 beim Oberligisten, und kümmert sich, wie übrigens viele ungarische Topspieler, intensiv um den Nachwuchs. Und da schauen wir mal, wie das läuft. Ganz nebenbei der Papa von Eva Maria Meyer, die war auch mal Top 2, Top 3 bei den Mädchen in Deutschland. Aus Schwabhausen. Spielt immer noch sehr hochklassig bei den Damen. Schauen wir mal am Nebentisch, da ist Nico oder Nick Deng. Zur erweiterten Spitzenklasse der bayerischen Jugendlichen gehört. Ganz oben ist es ja richtig eng. Und da sind ja Spieler, die sogar in der Europarangliste vertreten sind. Titelverteidiger Daniel Grinder hier gar nicht in der Halle, weil er in Melbourne ist mit der deutschen Jugendnationalmannschaft bei den Jugendweltmeisterschaften. Und dann natürlich ein Felix Wetzel oder ein Mikey Hollow oder ein Hannes Hörmann. Also da ist es schon ganz schwer beim Spiel um den Titel mitzuhalten. Grüße von Hannes Hörmann mit Bude, Chefcoach. Absolut. Supermann hier. So, und da ist Pause, da schauen wir nochmal, wie es da läuft. Etwas einseitig. Das 2 zu 9. Thank you.
Teil von dem Spiel von Nick Deng im nächsten Video auch zu finden auf YouTube-Kanal Reinhard Steinbrücker. Support Nick Deng.